Ich würde nun eine kurze Vorstellung des Projektes machen, das hier Partner der Fernuniversität in Hagen ist. Der KI-Campus, die Lernplattform für künstliche Intelligenz, ist ein Projekt, das der Stifterverband gemeinsam mit insgesamt 5 Konsortialpartnern seit einem halben Jahr umsetzt und gemeinsam mit noch vielen weiteren Partnern wie eben der Fernuniversität in Hagen, die gemeinsame Interessen verfolgen, nämlich das Interesse einer KI-kompetenten Gesellschaft auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Das ist das, was wir erreichen wollen. Und wir glauben, wir sind fest davon überzeugt, bei der Stärkung einer KI-kompetenten Gesellschaft können wir insbesondere auch eine starke Rolle der Hochschulen, der Hochschulbildung und der vielen unterschiedlichen Akteure in diesem Bereich der akademischen Bildung für uns beanspruchen. Und wir versuchen das eben über das Projekt KI-Campus. Wir wollen mit dem KI-Campus KI-Kompetenzen in der Breite fördern und noch mehr Menschen für das Thema begeistern. Sie alle wissen aus Ihrer Arbeit, wir haben vorhin mitbekommen in der ersten Umfrage, sehr viele von Ihnen arbeiten bereits mit KI-Anwendungen. Es gibt große Unsicherheiten. Und es ist wichtig, diese Unsicherheiten abzubauen. Es ist wichtig, auch eine kritische Reflexion zuzulassen, dessen nicht nur was möglich ist, sondern auch, was man tatsächlich umsetzen sollte. Und dafür braucht es Grundlagenkompetenzen in der Breite. Nicht jede Dozentin, nicht jeder Dozent muss Informatikerin oder Informatiker sein, um mündig handeln zu können und um informierte Entscheidungen zu treffen. Genauso gilt das auch für andere Bereiche, ob das jetzt die Ärztin ist, die immer stärker mit Medizin-Apps konfrontiert wird, oder ob das der Ingenieur ist, der sich mit Fragestellungen des autonomen Fahrens auseinandersetzen muss, die gegebenenfalls im Maschinenbaustudium bis dato nicht so stark berücksichtigt wurden. Wir wollen damit also über eine Lernplattform für künstliche Intelligenz Lernenden die Möglichkeit geben, KI zu verstehen, zu hinterfragen und aktiv zu gestalten. Wir glauben, dass es dafür eben noch Lernangebote braucht. Es gibt hier Lücken, insbesondere im deutschsprachigen Bereich. Und wir entwickeln diese Lernangebote im Rahmen von Wettbewerben. Da gab es bereits einen großen, auf den ich später noch eingehen werde, und auch Kooperationen, um eben die Lücken zu füllen, die gemeinsam durch unterschiedliche Akteure mit einem Fokus auf den deutschen, aber auch den europäischen Kontext identifiziert wurden. Gleichzeitig sehen wir immer wieder, es gibt bereits sehr viel Gutes. Zwischen München und Lübeck ist einfach sehr viel los und oft sieht man das einfach nicht. Und wir glauben, dass auch eine Sichtbarkeit der vielen tollen Aktivitäten und der vielen spannenden offenen Lernangebote, die bereits verfügbar ist, eine große Aufgabe ist, der wir uns angenommen haben und versuchen weiter anzunehmen. Die Zielgruppen des Projekts KI-Campus sind damit insbesondere Studierende. Die akademische Bildung steht im Vordergrund unserer Tätigkeit. Aber wir glauben, dass Hochschulen auch immer mehr und hochschulische Akteure Akteure des lebenslangen Lernens werden und hier die Trennschärfe immer unklarer wird und es auch Berufstätige und übergreifend lebenslang Lernende gibt, die ein Interesse daran haben könnten, KI-Kompetenzen zu stärken. Der KI-Campus ist ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt, das durch das BMBF seit Oktober 2019, also nun seit knapp einem halben Jahr, gefördert wird. Das ist verortet im Bereich digitale Hochschulbildung, in dem sicherlich einige von Ihnen auch unterwegs sein werden, und wird bis 2022 nun für 3 Jahre gefördert. Als ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt, das, so glaube ich, kann ich das auch sagen, einen starken Entwicklungscharakter hat. Es geht also stark direkt auch um die Erprobung von Fragestellungen am konkreten Gegenstand, etwas, das mir auch besonders viel Spaß macht. Wir forschen nicht so lange auf dem Papier, sondern wir versuchen auch gemeinsam mit unseren Partnern direkt Prototypen zu entwickeln, die dann am konkreten Gegenstand auch weiter betrachtet werden können. Und dafür haben wir eben diese Partner mit großartiger Expertise, das DFKI als sicherlich der zentrale Akteur, wenn es um fachliche Kompetenzen im Bereich der KI geht. Wir haben das Hasso-Plattner-Institut als den Akteur, der seit einigen Jahren schon ganz viel im Bereich der digitalen Lernformate macht, auch eine eigene MOOC-Plattform hat
wo er zum Beispiel auch jetzt sehr stark mit der WHO zusammenarbeitet, wenn es darum geht, Corona-Kompetenzen zu stärken. Und wir haben NeoCosmo als einen IT-Partner dabei für den KI-Campus als eigentliches Portal und das MMB-Institut, das eine ganz starke Expertise aufweist hinsichtlich didaktischer Fragestellungen, die zentral sind für Lehr- und Lernszenarien, die digital gestützt sind und die ganz sicher auch spätestens nach Corona insbesondere auch in einer Blended-Version umgesetzt werden sollten, sodass das Digitale das Analoge dort ergänzt, wo es Sinn macht und nicht ersetzt. Und zwar sehr wichtig zu Beginn dieses Projektes, bevor wir überhaupt losgelegt haben, uns Leitprinzipien aufzugeben, zu formulieren, die von der Haltung her unsere Arbeit, eine Grundlage, Säulen unserer Arbeit sind. Im Kern steht dabei die Interoperabilität und die Kooperation. Es geht nicht darum, eine andere Plattform zu schaffen, die das andere ersetzen soll, sondern es geht darum, mit einem spezifischen Schwerpunkt, nämlich dem Themenschwerpunkt KI, mehr Sichtbarkeit und Vernetzung zu erreichen, um eben KI-Kompetenzen unser Ziel umsetzen zu können. Lernende und Lernprozesse stehen im Mittelpunkt. Das ist sicherlich etwas, was ganz stark auch in allgemeinen didaktischen Fragestellungen immer stärker zum Glück so gedacht wird, auch wenn es zum Beispiel um Qualitätssicherungsfragen geht. Didaktische Konzepte sollen qualitativ klar stark ausgerichtet sein, aber eben auch zukunftsfähig innovativ sein und unterschiedliche soziale Interaktionsmöglichkeiten mit sich bringen. Wir haben den Anspruch einer stark partizipativen und nutzerorientierten Produktentwicklung. Deswegen wird es heute Nachmittag zum Beispiel auch eine Session geben, die sich mit dem Zwischenstand unseres KI-Campus auseinandersetzt. Wir wollen gerne Ihr Feedback haben, noch bevor wir überhaupt bei der Beta-Version sind, um von Anfang an Lehrende und Lernende mit einzubeziehen in das, was wir als KI-Campus forschungsbasiert entwickeln und aufbauen. Wir nutzen selbst KI-Verfahren. Das ist ein Schwerpunkt auch der heutigen Veranstaltung. Das DFKI macht das im KI-Campus schwerpunktmäßig. Und die Fernuniversität Hagen mit Frau Professor De Witt zum Beispiel weist hier ganz starke Expertise auf an Fragestellungen, die nicht nur für den KI-Campus relevant sind, sondern die eben auch relevant sind für unterschiedliche Anwendungsszenarien im Hochschulbereich. Zuletzt, und das ist sicherlich für uns auch eine der wichtigsten Säulen, ist die Offenheit dessen, woran wir arbeiten, besonders zentral. Ich sage immer, Public Funding, Public Code ist so ein Prinzip, das mir sehr gut gefällt, sowohl was die digitalen Technologien betrifft, an denen wir arbeiten, als auch was die Lernangebote betrifft, haben wir den Anspruch, hier eine Offenheit der zu entwickelnden Ressourcen zu forcieren. Das ist etwas, das sicherlich auch gerade in den heutigen Zeiten umso mehr an Bedeutung gewinnt. Basierend auf diesen Leitprinzipien haben wir uns in den letzten Monaten natürlich insbesondere daran gemacht, eine Plattform aufzubauen. Sie werden vielleicht verwundert festgestellt haben, wenn Sie auf unsere Website kicampus.org gehen, dann sieht das da irgendwie noch relativ unsexy aus, um das mal so auszudrücken. Das ist eine Microsite des Stifterverbands, um von Anfang an Projektinformationen zur Verfügung zu stellen. Wir haben den Anspruch, innerhalb des ersten halben Jahres des Projekts eine Beta-Version des eigentlichen Portals online zu stellen. Das werden wir innerhalb der ersten 8 Monate eine Beta-Version online zu stellen, innerhalb des ersten Halbjahres 2020. Und das werden wir auch erreichen. Und ich würde Sie gerne ganz kurz einfach daran teilhaben lassen, wo wir gerade stehen. Das ist jetzt natürlich nur eine Präsentation, aber da gibt es auch bereits Click-Dummies, die meine Kollegin Frau Delvos später auch in einer Arbeitsgruppe mit Ihnen gemeinsam reflektieren wird. Der KI-Campus als ein Portal soll eben auch Community-Aufgaben übernehmen, wie Sie oben sehen. Er soll insbesondere Lernangebote fokussieren und er soll eine Struktur schaffen für unterschiedliche Bedarfe. Wir haben diese Bedarfe unterteilt in die Ansprüche KI kennenlernen, KI studieren und KI anwenden, also eine Grundlagenfunktion von Lernangeboten, die auch eher so eine Begleitung haben, ein erstes Interesse wecken sollen. KI studieren, wir arbeiten mit mehreren Hochschulen zusammen, die auch ihre KI-Themen, ob das jetzt im Ingenieursbereich ist, ob das im medizinischen Bereich ist oder ob das auch in einem Grundlagenbereich ist, die das mit ECTS vergüten wollen. Darüber werde ich später sprechen in einer kleinen Workshop-Einheit. Und KI anwenden, wir finden, dass insbesondere bei diesen neuen innovativen digitalen Technologien es ganz wichtig ist, auch
mit Unternehmen und anderen Akteuren zusammenarbeiten, auch den Hochschulen, die hier vielfach vertreten sind, die tatsächlich KI in der Anwendung auch nutzen. Und diese Anwendung sollte auch reflektiert werden können durch unterschiedliche Akteure. Basierend auf diesen drei grundlegenden Ansprüchen haben wir dann ganz klassisch, damit das Ganze auch mobile-friendly ist, eine Kachelstruktur vorgesehen, die eben unterschiedliche Kursangebote aufzeigt und sowohl auf interne eigene Lernangebote verweist, die wir auf der MOOC-Plattform des Hasso-Plattner-Instituts zur Verfügung stellen werden, als auch im Sinne eines kuratierten Angebots verlinkt hin zu Angeboten, die in einem Modul besonders spannend sind, aber bereits verfügbar sind. Man muss ja nicht das Rad neu erfinden, man muss nicht ein Lernangebot, das es bereits gibt, noch einmal entwickeln, nur weil man jetzt der KI-Campus ist. Als zentrale Features haben wir uns vorgenommen, dass wir eben hochwertige Lernangebote zum Thema KI auf einer Plattform bündeln. Der Anspruch ist eben, wenn Sie in einem Jahr, wenn Lernende in einem Jahr sich gerne fort- und weiterbilden wollen im akademischen Bereich zum Thema KI, dann ist der KI-Campus der Ort, wo man alles findet, was gut ist, was qualitätsorientiert ist. Wir haben dafür auch Leitfäden, an denen wir gemeinsam mit den Hochschulen arbeiten. Und wir hoffen, dass wir das eben in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr umsetzen können. Es geht um den Einsatz vielfältiger Lernformate. Es muss nicht immer gleich ein großer Kurs sein. Ein Podcast kann einen großen Lernerfolg zum Beispiel auch bereits ermöglichen. Aber auch Videos oder PDFs, Serious Games, unterschiedliche spielerische Herangehensweisen an thematische Fragestellungen an einem bestimmten Kompetenzbedarf wollen wir ermöglichen über das, was wir mit dem KI-Campus anstreben. Und ganz wichtig dafür ist eben auch das heutige Online-Symposium ein erster Auftakt ist. Der KI-Campus soll auch einen verstärkten Austausch unter Expertinnen und Experten und Lernenden ermöglichen über unterschiedliche digitale, aber auch analoge Formate. Zum Thema Formate hatte ich bereits was gesagt. Wir unterteilen das quasi ganz grob. Und da gibt es sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten. Das ist nur so eine erste Rahmenorientierung, das zu unterteilen. Wir haben einige Learning Nuggets, Videos, Animationen, Podcasts, Quizzes, an denen derzeit gearbeitet wird. Es gibt Kurse von reinen Online-Kursen, die asynchron absolviert werden können, bis hin zu Angeboten, die derzeit insbesondere von Hochschulen entwickelt werden, die von Anfang an eine Einbettung in das Hochschulstudium ermöglichen sollen, sodass man zum Beispiel einen Teil der digitalen Lernformate öffentlich verfügbar macht, aber eben auch es die Gelegenheit gibt, direkt im Blended-Format analog, wenn denn dann vielleicht ab dem Wintersemester das auch wieder möglich ist, analog wirklich die Verankerung in das Hochschulstudium zu ermöglichen. Und es gibt bereits Akteure, die arbeiten an Micro-Degrees. Da geht es um Fragestellungen, wie man eigentlich einzelne Kurse zusammenfassen kann hin auf eine Modulebene, um einen Lernprozess digital begleitet zu ermöglichen, der einen bestimmten Qualifikationsbedarf abdeckt, der über ein einzelnes Lernformat hinausgeht. Wir werden inhaltlich, das hatte ich auch bereits gesagt, Grundlagen, bereichsspezifische Kompetenzen und auch interdisziplinäre Kompetenzen abdecken. Eines der ersten Angebote, das wir vorhaben zu entwickeln, setzt sich zum Beispiel mit der Fragestellung von Ethik und KI auseinander, sicherlich sehr, sehr zentral. Viel dessen, was ich gerade so immer wieder erwähnt habe, durften wir auswählen vor einem Monat im Rahmen eines Wettbewerbs. Wir haben vom BMBF Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, die wir gar nicht selbst nutzen wollen, sondern wo wir Hochschulen und andere Akteure aufgefordert haben, ihre Ideen einzubringen. Und eine Jury hat aus insgesamt 137 Ideen 14 Angebote ausgewählt, davon sogar eines aus Luxemburg. Die europäische Perspektive ist für uns also überraschend schnell auch mit dabei. Und wir hoffen, sehr bald diese Angebote auch bekannt geben zu können. Die sind gerade im Rahmen des Projektantrages jeweils mit dem BMBF. Neben diesen Angeboten, die wir über Wettbewerbe entwickeln wollen, hat aber natürlich das DFKI ganz starke KI-Kompetenzen und bereitet derzeit unterschiedliche Online-Kurse, aber auch andere Formate wie Podcasts vor. Es wird sich Frau Professor Köhler mit den Grundlagen der KI auseinandersetzen. Nils Pinkwart, den wir gleich hören, wird sich auseinandersetzen mit KI für Leadership.
Professor Antonio Krüger mit Mensch-Maschine-Interaktionen und Herr de Rue und Ndaye mit Machine Learning bezogen auf den Anwendungsfall von TensorFlow. Wir freuen uns da sehr darauf, dass wir eben bald diese Lernangebote mit dem DFKI, aber auch mit ganz vielen anderen Akteuren online verfügbar machen können. Was bedeutet denn nun dieses bald eigentlich? Ich freue mich, dass dieser konkrete Gegenstand, von dem ich bereits gesprochen habe, in unmittelbare Nähe gerückt ist. Sie sehen hier den Launch der Beta-Version in Q2 2020. Wir streben also zu Ende Juni 2020 einen Launch an. Im Rahmen dessen wird es natürlich noch nicht die ganzen externen Angebote geben. Die meisten Projekte, zum Beispiel an Hochschulen, starten selbst erst im Juli. Da erwarten wir zum Wintersemester oder auch erst im nächsten Jahr Angebote. Wir arbeiten aber sukzessive daran, immer mehr eigene Lernangebote dort auf der Website zur Verfügung zu stellen und Schritt für Schritt eben auch KI-Tools, Chatbots und andere zu implementieren in der Plattform und werden hier im Jahr 2020 sicherlich zentrale Grundlagen setzen, wo wir auf Ihre Expertise und Ihre Unterstützung bauen. Unsere Mission ist, KI-Kompetenzen durch innovative und digitale Lernangebote zu stärken. Und ich freue mich sehr, dass inzwischen 90 Personen hier bei diesem Symposium dabei sind. Und ich glaube, machen Sie mit. Sie können alle einen tollen Beitrag dazu leisten, ob das jetzt der KI-Campus ist oder ob das KI-Anwendungen an Ihren Einrichtungen sind. Lassen Sie uns dazu in den Austausch kommen und lassen Sie gemeinsam KI-Kompetenzen stärken und gemeinsam auch KI-Anwendungen stärken. Für das Thema, das wir nun schwerpunktmäßig mit der Fernuniversität in Hagen behandeln, also KI in der Hochschulbildung, haben wir heute dieses Online-Symposium und werden das aber nicht als ein Ende, sondern nur als einen Start für das, was wir im Jahr 2020 planen sehen. Es gibt am 6. 7. Mai direkt einen Online-Hackathon des HFD, Hochschulforum Digitalisierung, zur digitalen Hochschulbildung, wo KI in der Hochschulbildung ein Teilthema sein wird. Wir planen im Juli diesen Jahres in etwa ein White Paper, basierend auf Ergebnissen aus dem heutigen Symposium, und im November 2020 eine digitale, analoge oder Blended-Veranstaltung zu KI in der Hochschulbildung. Wir werden Sie dazu auf jeden Fall auf dem Laufenden lassen. Herzlichen Dank, dass Sie alle dabei sind. Ich freue mich wirklich über diese zahlreiche Teilnahme, über die vielen Akteure, die hier heute bereits im virtuellen Raum mit uns einen gemeinsamen Kick-off wagen. Und damit übergebe ich sehr gerne wieder zurück an meine Kollegin Frau Ionika.